Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen oder willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe gedacht, wir hatten länger kein True Crime und dieser Fall ist so ein bisschen beides, also so ein bisschen Mystery Crime. Voll into it, ich kann es voll fühlen. Und ich dachte mir, das passt ganz gut und es ist außerdem ein super interessanter Fall, der bis heute ungelöst ist. Fall River, Massachusetts, 4. August 1892. Lizzie Borden ermordet ihren Vater und ihre Stiefmutter auf grausame Art und Weise mit einer Axt. Aber war sie wirklich die Mörderin? Der Fall Borden ist bis heute einer der mysteriösesten Mordfälle überhaupt. Aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Also würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in die Decke ein. Jetzt wird's spooky. Lizzie wurde am 19. Juli 1860 geboren. Ihre Mutter hieß Sarah Anthony und ihr Vater war Andrew Jackson Borden. Sie hatte ebenfalls eine ältere Schwester, die Emma hieß, mit der sie ein super gutes Verhältnis hatte. Ihr Vater Andrew war ein superreicher Mann, insbesondere für die Verhältnisse von damals. Er war ein Geschäftsmann und er besaß viel Grundstück. Aber trotz, dass er so reich war, sagte man ihm nach, dass er so ein bisschen Geizhals war und die ganze Familie dadurch halt sehr bescheiden leben musste. Das passte weder Lizzie noch Emma. Ihre Mutter starb früh und Andrew heiratete erneut eine Frau namens Abby. Lizzie hatte kein gutes Verhältnis zu Abby, also sie machte kein Geheimnis daraus, dass sie sie hasste. Er fing dann irgendwann an, Grundstück an Leute aus der Familie zu verschenken und Lizzie und Emma waren pissed, dass sie nichts davon bekam. Deswegen distanzierte sich Lizzie auch irgendwann so ein bisschen von der Familie, also hielt sich fern, wollte nicht mit denen in Verbindung gebracht werden und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir auch schon zum Tag des Mordes, nämlich wie gesagt der 4. August 1892. Emma war an diesem Tag scheinbar nicht in der Stadt und hat Freunde außerhalb besucht. Dafür war aber Onkel John zu Besuch im Hause Borden. Sowie die Haushälterin oder das Kindermädchen namens Bridget, die die Mädchen eigentlich nur Maggie nannten, aus welchem Grund auch immer. John und Andrew verließen ziemlich früh morgens irgendwann das Haus und so blieben Abby, Lizzie und Maggie allein im Haus zurück. Laut Lizzies Aussage war sie zum Zeitpunkt des Mordes außerhalb in der Scheune und kam ins Haus gerannt, als sie Schreie gehört hat. Sie kam ins Haus, fand die Leiche von ihrem Vater vor, der 10 bis 11 Mal mit einer Axt ins Gesicht geschlagen wurde. Er lag also in einem Pool aus Blut. Dementsprechend hat Lizzie natürlich um Hilfe geschrien. Dadurch ist Maggie, die zu dem Zeitpunkt wohl einen Schönheitsschlaf gemacht hat, erst aufgewacht, kam dann runter und sah ebenfalls diese Szene. Sie sagt später der Polizei aus, dass Lizzie ein blaues, sauberes Kleid anhatte, ohne jegliche Blutspritzer. Man könnte meinen, wenn jemand so einen grausamen Mord begeht, dass das komplette Haus eigentlich in Blut getränkt ist und natürlich auch die Kleidung. Das war bei Lizzie nicht der Fall und scheinbar ist der Zeitpunkt zwischen Finden der Leiche und Maggies Erscheinen zu knapp, als dass sie hätte die Kleider wechseln können, weil früher waren die Kleider auch so ein bisschen größer und pompöser. Es war also nicht so ganz einfach, alleine in dieses Kleid zu steigen. Sie fanden dann auch kurz darauf die Leiche von Abby, die oben ermordet wurde. Und die Autopsie stellte hier aber fest, dass Abby vorher ermordet wurde. Also ihre Leiche wurde gefunden in sehr dunklem Blut. Andrew wurde ja noch so ein bisschen frisch, sagen wir mal, entdeckt. Also er war auch noch warm und man sagt auch, dass er noch Blut verloren hat. Die Stiefmutter Abby wurde ebenfalls mit einer Axt umgebracht und zwar 19 Mal. Man hat 19 Mal mit einer Axt auf ihren Schädel geschlagen. Es ist absolut grausam, sich das vorzustellen. Es ist so hassvoll. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so hassvoll, wenn man jemandem ins Gesicht sowas antun kann irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Was an diesem Fall super frustrierend ist, die Polizei wusste damals noch nicht viel über Spurensicherung oder generell, wie man so einen Tatort absichert und deswegen war der Tatort bald schon voll von jeglichen Leuten, die da irgendwie recherchiert haben oder Journalisten oder keine Ahnung,
Leute, die halt einfach diese ganzen Spuren verwischt haben. Um jetzt nochmal auf dieses Kleid von Lizzie zurückzukommen. Sie hatte ein Kleid, welches sie verbrannt hat im Nachhinein, das einen roten Fleck aufwies. Laut ihrer Aussage war das Farbe. That's a bit suspicious. Das eigentliche Kleid, was sie anhatte, also dieses saubere, war nämlich bei der Polizei als Beweisstück. Man glaubte dann, dass man die Mordwaffe im Keller gefunden hat. Da hat man nämlich so einen Kopf von einer Axt gefunden, ohne Griff. Man fand auch ein bisschen Asche, was darauf hindeuten ließ, dass dieser Griff verbrannt wurde und dieser Kopf dann einfach irgendwie so dargestellt wurde, als wäre das halt einfach ein altes Stück, was da einfach im Keller rumliegt. Und dieser Kopf liegt bis heute im Archiv von Fall River. Also wir haben jetzt nicht viele Optionen so als Verdächtige. Actually doch, haben wir. Es gibt drei. Drei Verdächtige. Und zwar wäre das einmal Lizzie, die natürlich direkt die Hauptverdächtige wird in dem Fall. Dann haben wir das Kindermädchen Maggie, die oben geschlafen hat. Und wir haben Onkel John, der zu Besuch war. Schauen wir jetzt nochmal an, warum Lizzie jetzt die Hauptverdächtige war. Also sie hat die Leichen gefunden, ne, klar. Dann eben dieses Kleid, was sie verbrannt hat. Und als sie vor Gericht kam am 8. August, war sie so ein bisschen komisch. Also sie verhielt sich seltsam, sie sagte Sachen aus, die sie dann wieder zurückzog. Sie sagte zum Beispiel, dass sie Schreie gehört hat und deswegen ins Haus gerannt kam. Und später sagte sie dann der Polizei, sie hat nichts gehört. Und sie weigerte sich teilweise Fragen zu beantworten, die auch manche für ihren Vorteil sprechen konnten. Sie verhielt sich einfach super merkwürdig so, fast als wäre sie halt schuldig. Warum sie sich so verhielt, war dann auch klar, weil ihr Arzt ihr Morphium verschrieben hat, was damals irgendwie super normal war. So wie Blumenmädchen auf Hochzeiten haben die halt mit Morphium um sich geworfen damals. Ja, und am 11. August wurde sie dann auch ins Gefängnis gesteckt für 10 Monate, wo sie dann auf ihre Strafe wartete. Dann kam der Gerichtsprozess im Juni 1893. Hier kommt das Krankste. Ich weiß auch nicht, warum ich gelacht habe. Ich habe diese Eigenart, wenn ich mich unwohl fühle, dass ich lache. Kennt ihr das? Auf jeden Fall kommt hier eines der kranksten Sachen, die ich jemals gehört habe, weil sie als Beweisstück in diesem Gerichtssaal die Schädel von Andrew und Abby behalten haben, um damit zu beweisen, dass diese Waffe, die sie im Keller gefunden haben, die Mordwaffe ist. Finde ich schon ein bisschen radikal. Lizzie fand das auch ziemlich morbide, weil sie ist dann auch im Gerichtssaal ohnmächtig geworden. Aber ich meine, wer würde das nicht, Alter? Sie bringen einfach den Schädel von deinen Eltern und wenn du ohnmächtig wirst wegen dem Scheiß, dann verwenden sie es gegen dich. Ganz verquer. Es gab allerdings keine Beweise gegen Lizzie. Also die Beweislast ging gleich gegen null. Und so haben die Geschworenen dann innerhalb von 10 Minuten entschieden, Lizzie ist unschuldig. 10 Minuten. So. Nach dieser ganzen Geschichte haben die zwei Schwestern jeweils ungefähr 10 Millionen Dollar geerbt. Emma verließ daraufhin die Stadt. Was interessant ist, Lizzie ist immer in Fall River geblieben. Sie hat sich ein großes, luxuriöses Haus gekauft und konnte jetzt diesen Lebensstil genießen, den sie eigentlich schon immer haben wollte. Lizzie starb dann auch 1927 im Alter von 66 Jahren. Obwohl eigentlich, wenn man die Geschichte so erzählt, ziemlich klar wird oder man zumindest denkt, dass Lizzie auf jeden Fall ihre Eltern ermordet haben muss, zweifeln Leute bis heute daran, ob sie es wirklich war. Weil wir vergessen nicht, es gibt noch zwei andere Verdächtige in dem Fall. Manche Sachen ergeben einfach nach wie vor keinen Sinn, so zum Beispiel das mit dem Kleid. Und ich habe gehört, das ist jetzt alles eine riesige Verschwörungstheorie, ich habe gehört, dass Lizzie und Abby eine Affäre hatten, was ja zu der Zeit jetzt nicht unbedingt normal war, sage ich mal, und sie halt beide diesen Mord verübt haben. Auf einmal macht es Sinn, wenn man diese zwei Sachen verbindet irgendwie. Aber wie gesagt, das ist alles nur eine Theorie, keine Ahnung. Das habe ich nur aufgeschnappt und ich fand das super interessant und deswegen wollte ich das hier präsentieren. Und natürlich hat Lizzie auch ein Motiv gehabt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass Onkel John und Andrew verstritten waren. Kann auch sein, dass mir da irgendwas entgangen ist, aber natürlich würde es mehr Sinn machen, dass Lizzie es gewesen ist, wegen dem Geld.
Allerdings finde ich diese Tat so grausam, dass das schon mehr mit Hass zu tun hat. Also ich finde, wenn du dazu in der Lage bist, deinen Eltern 19 Mal den Schädel einzuschlagen, das hat nicht alles mit Geld zu tun. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr hinter. Dieser Fall ist so crazy, dass man einen Reim daraus gemacht hat, einen Kinderreim. Ich fühle mich unwohl. Heutzutage ist dieses Haus ein Bed and Breakfast. Das heißt, man kann dort übernachten. Sie haben das schon ziemlich gut rekonstruiert, wie das früher aussah. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr in diesem Haus übernachten würdet. Und wenn nicht, dann liked das Video, damit ich irgendwann da hingehen kann und für euch da übernachten kann. Ich würde das nämlich tun. Also sind wir auch schon wieder am Ende. Das war ein bisschen ein verwirrter Fall. Vielleicht war mein Video auch ein bisschen verwirrt, so wie mein Kopf. Und dann hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass nächsten Freitag am 24. kein Video online kommt. Dafür aber am zweiten Feiertag um 12 Uhr. Mal ein bisschen Timeswitch und so. Ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Schwung hier rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ich lade jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hoch und mache auch Dienstag, wenn ich mich danach fühle. Und nächsten Freitag nicht, dafür Sonntag. Sprecht es mir nach. Ich muss dringend an meinen Autos arbeiten. Okay, ciao. I'm alone.